Valorant heißt der erste Shooter von den League of Legends Entwicklern Riot und meine Kollegen Leia und Phil sind sich sicher, das wird der nächste große Multiplayer-Shooter. Die beiden haben inzwischen ausführlich Valorant gespielt und wollen jetzt mit mir und mit euch drüber sprechen, warum das nächste große Ding wird. Grüß dich Leia, grüß dich Phil, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Michi. Aus dem Homeoffice. Genau, da in Anführungszeichen. Ihr habt das ausführlich anspielen können. Wie war denn da so die Stimmung bei eurer Anspielsession und vor allem, was habt ihr denn alles anspielen können? Vielleicht Ladies first. Die Stimmung, die war ziemlich gut. Da muss man vielleicht einmal ganz kurz sagen, dass das ein digitales Event auch war, was ziemlich besonders ist, weil normalerweise wird man immer irgendwo hingeflogen, irgendwo hingekarrt, um sowas zu spielen. Diesmal war es aber digital. Und wir waren auch gut 350 bis 400 Leute, die da waren, also YouTuber, Streamer, Presse. Und dann gab es erstmal eine Präsentation und da haben dann die Entwickler ein bisschen was dazu erzählt und dann konnten wir aber direkt eigentlich auch spielen. Was wir gespielt haben, waren zwei Maps. Das Spielprinzip kann man sich eben eigentlich wie ein Counter-Strike vorstellen. Es gibt zwei Teams, bestehend aus fünf Personen. Und du musst entweder eine Bombe legen oder eben verhindern, dass die Bombe gelegt wird, je nachdem, in welchem Team du bist. Das kennt man halt, wie gesagt, wie in Counter-Strike auch. Und dann gibt es verschiedene Helden, die Agenten heißen und die haben dann Skills. Deswegen wird das Spiel auch gerne mit Overwatch verglichen, weil die Helden alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und auch unterschiedliche Rollen einnehmen. Und wie gesagt, auf diesen zwei Maps konnten wir spielen und auch alle Helden ausprobieren, mit denen es dann auch releasen wird. Und ihr habt gesagt, das war jetzt große Stimmung. Wer war denn da noch alles mit dabei? Also ihr seid jetzt quasi als Journalisten da dabei gewesen, aber da waren dann auch Influencer oder so mit dabei? Ja, also es waren über 300 Leute anwesend bei dem Live-Event, was ziemlich bemerkenswert ist, erstmal von Haus aus. Wir sind es nicht gewöhnt in Zeiten von Corona. Ist es so, dass diese Events eben rein digital abgehalten werden? Und was da noch ganz besonders aufgefallen ist, da waren die größten Namen, die man sich im Shooter-Umfeld vorstellen kann, mit dabei. Mhm. Da waren Ninja anwesend, Shroud, X-Factor, Drifter, also wirklich aus jedem Shooter-Segment wirklich fast alle namhaften Leute dabei, was schon sehr, sehr dafür spricht, was für einen großen Hype das Spiel auslösen könnte und meiner Prognose nach auch wird. Weil wenn du Leute aus jedem Segment, aus Counter-Strike, aus Apex Legends, aus Fortnite, aus Call of Duty hier versammelst, dann spricht das schon sehr dafür, dass das ganze Ding große Wellen schlagen wird. Also da war ich schon bevor ich überhaupt die erste Runde gespielt habe, war ich eigentlich schon davon überzeugt, okay, das könnte hier ein großes Ding werden, weil wenn du es schaffst als Firma, diese Mannschaft zu versammeln, die hier anwesend ist, dann schlägt es auf jeden Fall erstmal Wellen, so viel steht fest. Jetzt hast du ja gesagt, oder ihr habt beide gesagt, die Stimmung war gut. Warum war sie denn gut? Was ist denn das, was euch an Valorant dann begeistert hat? Ja, also die erstmal zur Stimmung dann vielleicht nochmal. Also auch diese namhaften Streamer, die Phil gerade erwähnt hat, die haben alle sehr, wir konnten die ganze Zeit mit den Leuten noch chatten, wir konnten die hören, man konnte sehen, wie die Leute darauf reagiert haben. Und auch diese namhaften Shooter-Streamer, die waren alle wirklich restlos begeistert. Ich habe wenig, also eigentlich nichts Negatives in dem Sinne gehört, sondern viel nur Verbesserungsvorschläge. Und wenn so namhafte Streamer, die auch aus diesem Bereich kommen, schon so viel Input mit reinbringen und sagen, ja, das und das ist schon cool, aber so könnte man vielleicht das machen oder das machen und so aktiv mit überlegen, begeistert mit überlegen, dann ist das natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen. Und ich persönlich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz früher mal so Counter-Strike auch gespielt, aber mehr schlecht als recht. Und meine Erinnerung ist da auch ein bisschen verwaschen, wie das Spielprinzip da damals so gelaufen ist. Und ich habe aber sehr viel Overwatch gespielt und musste dann feststellen, oh mein Gott, es ist wirklich was komplett anderes als Overwatch. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und warum es was komplett anderes ist, da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen. Aus meiner Perspektive, was auch viel für die gute Stimmung verantwortlich war oder warum es so gut ankommt, Valorant, ist einfach der Grund, es wagt keine besonders großen Experimente. Ich habe ja gerade gesagt, diese Mischung von Leuten, die da anwesend waren, kam aus verschiedenen Richtungen. Leia aus der Richtung Overwatch, andere aus der Richtung Counter-Strike, andere aus der Richtung Rainbow Six. Und irgendwie hat es Valorant geschafft, alle mitzunehmen. Und es liegt einfach daran,
dass es ein Spiel ist, das von Grund auf darauf ausgelegt ist, jeden Shooter-Spieler gleich mitzunehmen und einem das Gefühl zu geben, etwas Vertrautes zu spielen, ohne dass man sich sehr groß umgewöhnen muss. Und das ist quasi, klingt vielleicht paradox, aber doch ein bisschen diese Ideenlosigkeit, wenn man fies ist, hat das Spiel einen unglaublich großen gemeinsamen Nenner für sehr viele, für eine sehr große Zielgruppe. Ist das dann der einzige, ich sag mal, gemeinsame Nenner? Weil ihr sagt jetzt, das wird das richtig nächste große Ding, aber keine Ideen zu haben, muss ja noch nicht. Also warum glaubt ihr, dass das so nach was Massentaugliches ist? Also ich würde vielleicht dem widersprechen, was du gerade gesagt hast, Phil, dass es sich für jeden direkt vertraut anfühlt. Weil wenn du aus der Counter-Strike-Szene kommst, und ich habe mich auch mit einem Counter-Strike-Influencer, sage ich mal, unterhalten näher, Nuki, der hat schon seit 2004, ist in der professionellen E-Sport-Szene bei Counter-Strike mit dabei. Und der hatte mir dann auch gesagt, ja, ich jetzt von Counter-Strike, ich fühle mich sofort zu Hause. Und das sehen selbst bei meinen Kollegen auch so. Und du, Phil, kommst ja selber auch eher aus der Richtung Counter-Strike. Und ich so eher aus Richtung Overwatch, mehr Casual-Play. Ich habe mich nicht... Klar, es ist ein Shooter, ich kenne mich damit aus, wie ein Shooter prinzipiell funktioniert, aber es hat sich für mich komplett anders angefühlt, auch vom Gameplay her, weil ich sag mal, in Overwatch, da kannst du dich auch mal so ein bisschen durchschummeln, wenn du nicht das allerbeste Aim hast. Es gibt viele Fähigkeiten, die irgendwie auf AOE, also Flächenschaden gehen. Du hast Waffen, die auch irgendwie auf Flächenschaden gehen und du kannst dich so ein bisschen durchschummeln, auch als Casual-Spieler über die Fähigkeiten. Und das ist halt in Valorant nicht der Fall. Ja. Du musst wirklich gutes Aim haben, du musst wirklich gut im Movement sein, du musst wirklich gutes Map-Verständnis haben, um da irgendwie auch mithalten zu können. Und klar, es fühlt sich vertraut an, aber für mich jetzt so eher aus der Ecke Overwatch war es schon ein sehr anderes Spielgefühl. Mhm. Habe ich deine Frage vergessen? Jetzt haben wir die ganze Zeit die CSGO, den CSGO-Vergleich gehabt. Einer der Erfolgsfaktoren von Counter-Strike ist ja seit jeher gewesen, dass das auch nicht diese Mörder-Hardware-Anforderungen hatte. Wie sieht es denn da bei Valorant aus? Also Valorant ist da extrem, geht da quasi noch mehr ins Extrem. Valorant ist optisch ein unglaublich reduziertes Spiel. Mhm. Das sind Entscheidungen, die das Team bewusst trifft. Das haben sie uns auch in der Präsentation so erklärt. Warum man in Leveln an bestimmten Stellen auf Details verzichtet, warum man bestimmte Sichtlinien so einrichtet, wie man sie tut, wie man sie eingerichtet hat, warum man darauf verzichtet, bestimmte Objekte im Level zu platzieren, die vielleicht in anderen Spielen zur Zierde dort wären oder an denen man vielleicht auch hängen bleiben kann. All das macht Valorant bewusst nicht und hat eben einerseits dann durch diesen Comic-Anstrich und andererseits durch dieses sehr flächige, durch flächige Farben grundsätzlich einen vereinfachten Look. Und ich meine, man kann ja den Riot-Mitarbeiter, der uns da eingeführt hat, mal zitieren. Er sagt, das Ding läuft auf einem verfluchten Toaster. Und das ist der Fall. Ich habe das bei mir zu Hause auf dem Arbeitsrechner von meiner Freundin installiert, auf meinem Laptop installiert. Du kriegst große Schwierigkeiten, wenn du versuchst, das Spiel unter 60 FPS zu drücken. Und okay. Das spricht auch für sich und das spricht auch dafür, was für eine dieser Punkt, was für eine breite Masse Riot ansprechen will mit Valorant. Das heißt, ja. Wir haben jetzt zum einen schon den Punkt, das vertraute Gameplay aus Counter-Strike Global Offensive, was natürlich viele Leute anspricht, zum anderen niedrigen Hardware-Anforderungen, das habt ihr noch erwähnt, diese Comic-Optik, die wahrscheinlich dann auch nochmal das öffnet, weil es eben nicht ein fieses, dreckiges Erwachsenen-Splatter-Spiel ist, sondern es ist halt dann auch für mehr Altersstufen gedacht. Weiß man denn schon, ob das ein Buy-to-Play- oder Free-to-Play-Titel werden wird? Also es wird Free-to-Play. Das ist ja auch, sage ich mal, so ein Ding von Riot einfach, dass sie Free-to-Play-Spiele machen. Und ich denke mal, dass dann das Finanzierungsmodell auch so aussehen wird, dass es dann auch über einen Skin-Shop oder so geht. So ganz, mir liegen jetzt, ich habe jetzt gerade die Infos, ich weiß nicht genau, ob du es vielleicht hast, Phil, aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann ist es so, dass es über Skins dann wahrscheinlich auch finanziert werden wird, ähnlich genau. Wie auch in League of Legends, weil es natürlich auch Helden gibt, da bietet es sich an, Skins zu haben für die Helden oder auch für die Waffen. Das heißt, da stehen jetzt schon viele Influencer dahinter, es wird Free-to-Play, es hat diese niedrigen Hardware-Anforderungen, also öffnet sich dadurch schon mal einem ganz schön großen Markt. Was ich dazu auch noch sagen muss, was auch super interessant ist, was da Riot noch mitgedacht hat, ist, man kann so diese ganzen Erwachsenen-Grafiken auch ausschalten. Du kannst Bluteffekte ausschalten, du kannst ausschalten, dass Leichen zu sehen sind und dann kannst du den Inhalt von Valorant auf YouTube auch monetarisieren.
Das heißt, da haben sie natürlich marketingtechnisch auch mitgedacht, dass eben auch nicht nur auf Twitch das Spiel dann halt groß werden kann, sondern auf YouTube auch, weil das vom Algorithmus, also das YouTube schaltet halt die Monetarisierung aus, sobald irgendwie Blut oder Leichen oder sonst irgendwie was zu sehen ist oder halt Sex irgendwie eben so typische Ü18-Inhalte, sage ich mal. Das heißt, wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass es den Vergleich gibt zu CSGO und den zu Overwatch. Ihr konntet es in jeweils unterschiedlichen Lagern, sage ich mal. Wie angemessen ist denn dieser Vergleich? Also ich habe jetzt schon rausgehört, dass es ein bisschen mehr CSGO als Overwatch ist. Leia, wie siehst du das? Ja, ich hatte es ja vorhin schon einmal erwähnt, dass es eigentlich ziemlich weit weg von Overwatch ist, vom Spielgefühl her, auch vom Prinzip her. Man glaubt erst, es ist wie ein Overwatch, weil du siehst diese Helden und ich bin auch selber mit dieser Einstellung reingegangen, so ja, ich kann Overwatch, ich habe das über 2 Jahre gespielt, ich werde mich schon hier irgendwie zurechtfinden und ich habe natürlich auch nur mit Profis zusammengespielt und deswegen auch ein bisschen Entschuldigung für mich selber, aber ich habe echt sehr hart auf die Schnute bekommen und da jetzt nicht so gut performt, wie ich erwartet hätte mit meinem Overwatch-Hintergrund, auch wenn ich da natürlich auch nicht die allerbeste Spielerin bin, aber du kannst dich nicht auf die Skills verlassen. Was man sagen muss, so ein Spiel wie Overwatch, da haben die Skills im Regelfall ja Abklingzeiten. Das heißt, du kannst sie oft in einem Match benutzen. Ja. In Valorant ist es so, dass du einen Skill hast, der für jeden Helden, sag ich mal, so der Signature-Skill ist, der auch eine Abklingzeit hat, die aber im Regelfall recht lang ist. Die anderen Skills musst du immer pro Runde kaufen, wie deine Waffen, also in CSGO musst du ja auch die Waffen kaufen und da sind die Skills mit reingerechnet. Das heißt, du musst sehr gut überlegen, wann du den Skill einsetzt und auch dann ist immer noch das Gunplay entscheidend. Ich hatte öfter Situationen, wo ich dann im Duell stand und dann meinen Skill benutzen wollte, entweder eine Heilung oder irgendwie einen Flächenschaden oder ein Einfrieren, um das Duell zu gewinnen. Und dann habe ich aber gemerkt, Mist, wenn der mir sofort einen Headshot gibt, dann bin ich eben weg. Und die Skills könnte ich eben nicht so retten. Sie sind mehr so ein taktisches Extra. Mhm. Das heißt, es ist schon eine Abgrenzung zu sonstigen Hero-Shootern, wo man sich mit Abilities so ein bisschen durchmogeln kann. Da steht hier der Skill im Vordergrund. Phil, wie ist denn das im Vergleich zu jetzt, ich sag mal, deinen Steckenpferden, auch Rainbow Six Siege? Also ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr viel wiedererkannt von Rainbow Six. Auf der einen Seite ist natürlich dieses Gunplay und das ganze Spielprinzip ganz klar von CSGO erstmal raus entlehnt. Und da ist mir vor allem aufgefallen, dass gerade für Leute, die, sagen wir mal, Modern Military Shooter oder irgendwas in dem Dunstkreis von einem Counter-Strike spielen, die werden sich da mit den Waffen erstmal sofort zurechtfinden, weil die sind sehr prototypisch und du weißt ganz genau, was sie machen. Auch da geht Riot überhaupt keine Experimente ein. Da gibt es die Shotgun, die ist für den Nahkampf, da gibt es die Sniper-Rifle, alles verhält sich genauso, wie du es erwarten würdest. Eine Eingewöhnungszeit gibt es da nicht, sondern du kannst sofort verstehen, was die Waffe tut. Und gleichzeitig ist aber dieses Skills-Healing, also dieses Level, was man erreichen kann mit einer Waffe, wenn man sie sehr lang spielt und trainiert, ist sehr hoch. Da ist auch wieder der Vergleich zu einem Counter-Strike eigentlich optimal, weil du auch diese Streumuster der Waffen lernen kannst und so weiter und so fort. Was aber eher aus einem Rainbow Six Siege kommt, sind die Helden tatsächlich. Rainbow Six Siege hat ein sehr ähnliches Prinzip, dass du versuchst, die Map zu erobern oder zu kontrollieren mit deinen Gadgets. Genau dasselbe machen die Agenten in Valorant. Die haben Kameras, die sie platzieren, die haben Fallen, die sie platzieren, sie haben Fähigkeiten, um Sichtlinien zu blockieren und damit quasi ihrem Team einen Vorteil zu verschaffen. Aber die Fähigkeiten sind auch genau das. Sie verschaffen dir einen Vorteil. Sie gewinnen nicht deinen Firefight. Mhm. Deinen Firefight gewinnst du selber mit deinem Skill, mit deiner Waffe. Das ist auch was Rainbow Six immer groß geschrieben hat. Und insofern geht Valorant, obwohl es optisch so aussieht, gar nicht eben in diese Richtung von einem MOBA oder von einem Overwatch, sondern es geht eher in die Richtung der Taktik-Shooter, und zwar der Hardcore-Taktik-Shooter, weil Riot da erkannt hat, dass ein großer Markt da ist. Wenn man sich anschaut, wie stark Rainbow Six Siege gewachsen ist über die letzten Jahre. Counter-Strike Global Offensive hat Rekordspielerzahlen. Es ist ein Markt da, es ist ein Bedarf da für diese Art Taktik-Shooter. Und deswegen darf man sich da nicht täuschen lassen von dem Äußeren. Da steckt sehr viel Rainbow Six Siege und auch Counter-Strike drin, definitiv. Phil, du hattest es jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
wie es in Zukunft damit weitergehen könnte, weil euer erster Eindruck, also eurer und der Event-Teilnehmer oder der Anspiel-Session-Teilnehmer, war ja jetzt sehr positiv. Aber was wissen wir denn schon jetzt oder was wisst ihr schon jetzt über die langfristigen Pläne für dieses Spiel, dass sich das auf dem Markt behaupten kann? Also, was wir schon wissen, ist, dass sie natürlich mehr Agenten, also Champions, Helden rausbringen werden. Wieder genau dann der Plan ist, in welchen Abständen das passiert, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bei League of Legends ist es so, dass es alle 3 Monate passiert. Ich glaube nicht, dass es bei einem Shooter so schnell umzusetzen ist. Ich rechne da, oder man kann vielleicht eher mit allen, vielleicht jedes halbe Jahr oder so mit einem neuen Agenten rechnen. Bei den Maps haben sie gesagt, da sollen auch neue kommen. Da aber in sehr viel unregelmäßigeren Abständen, weil sie die Maps sehr stark testen. Also sie probieren die bis zum Erbrechen aus, haben die Entwickler gesagt. Sie möchten einfach, dass die Maps perfekt sind für taktisches Spiel. Und deswegen haben sie schon gesagt, dass die Maps unregelmäßiger kommen werden als die Agenten. Ich denke, es wird dann auch ähnlich wie in League of Legends oder auch Teamfight Tactics wird auch mit Seasons gearbeitet, wo dann irgendwie besondere Community-Events vielleicht sind, wo man besondere Skins freispielen kann oder was weiß ich. Und das ist, glaube ich, eher so, dass, wo sie langfristig hingehen. Und natürlich E-Sports, also E-Sports-Events, ja. Ja, man sieht ja da auch schon diesen ganz klaren Anspruch an Competitive-Spieler, an E-Sport. Auch die Tatsache, dass sie an diesen Maps so lange arbeiten, wie Leia gerade sagt. Das ist logisch. Rainbow Six Siege hat massive Probleme mit unausbalancierten Maps, musste sie sehr oft aus der Rotation werfen, überarbeiten und so. Das ist ein Fehler, den Valorant einfach nicht wiederholen will. Mhm. Und die einfach sehr viel Wert drauf legen, dass alles, was sie abliefern, auch im Competitive-Umfeld, im Ranked-Umfeld auf jeden Fall funktioniert. Und das ist auch der Grund, oder mit dem Grund, warum das Startpaket so furchtbar klein ausfällt. Wenn Valorant rauskommt, wird es 9 Helden geben und ich weiß nicht, 3 oder 4 Karten oder so, auf jeden Fall sehr wenige. Mhm. Und es klingt erstmal nach einem kleinen Startpaket, das aber ganz bewusst so gewählt ist natürlich, weil auch da wieder Einstiegshürde gering halten. Wer hat denn Lust, erstmal 12 komplexe Maps zu lernen, wenn er neu ins Spiel kommt? Wer hat Lust, 100 Helden zu lernen, wenn er neu ins Spiel kommt? Der ganze Sinn dahinter ist auch da wieder Einsteigerfreundlichkeit, ein Publikum erstmal mit einem kleinen Paket reinzuholen ins Spiel und das Spiel dann organisch wachsen zu lassen und dann die Community langsam mit dem Spiel größer werden zu lassen, mit mehr Maps, mit mehr Agenten, aber zu Beginn eher auf Qualität als auf Quantität zu setzen. Mhm. Genau, da einfach, sagen wir mal, einen langen Atem zu beweisen und das kann Riot sehr gut. Fehler nicht wiederholen ist auch noch ein ganz gutes Stichwort gerade von Phil, was wir nämlich noch gar nicht angesprochen haben, was sie auch noch mal extra im Event hervorgetan haben, war das Anti-Cheat-System. Und da haben ja tatsächlich sehr viele kompetitive Shooter große Probleme mit Cheatern, die, sage ich mal, ehrlichen Menschen dann das Spiel auch gehörig versauen. Und dass du halt keine Lust mehr hast. Und da haben sie ja selber ein eigenes Anti-Cheat-System entwickelt, was auch sehr spannend ist, wo sie auch im Hinterkopf hatten, das tatsächlich auch weiter zu verkaufen, an andere weiter zu vermarkten und weiter zu entwickeln. Und das mussten wir auch, bevor wir das Event starten konnten oder den Client, mussten wir das selber auch runterladen. Und da geht es dann sowas zu vermeiden wie Wallhacks, dass die Charaktere auch wirklich genauso in Echtzeit da erscheinen, wie sie auch wirklich sind. Und eben, was man sonst so an Cheats kennt, wie heißt es denn nochmal? Vanguard, genau. Ja. Das ist natürlich auch, dass sie viel aus alten Shootern einfach lernen wollen, glaube ich, was sie dann jetzt besser machen möchten, auch wenn es nicht nach viel anders aussieht. Und sie haben natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass sie Riot sind und damit ein entsprechendes Finanzpolster haben, um das auch auf lange Sicht durchhalten zu können. Das klingt alles sehr, sehr vielversprechend, was ihr jetzt gesagt habt. Also ich verstehe, warum eure Meinung ist, dass das nächste große Ding werden kann. Für alle, die es jetzt in den Fingern juckt, das selbst ausprobieren zu können, was müssen sie denn tun, um das machen zu können, ihr Experten? Ja, es wird am 7. April wird es eine geschlossene Beta geben. Und wenn man an der Beta teilnehmen möchte, da muss man dann einmal einen Account bei League of Legends erstellen, bei Riot, und den mit Twitch verknüpfen. Und es sind ja jetzt sehr viele Influencer und Streamer auf dem Event gewesen. Man kann jetzt dann einfach Streams zugucken, die
Valorant gerade spielen. Da ist es auch egal, bei wem. Ihr könnt einfach dann einschalten, bei wem ihr, ich sag mal, dem Streamer eures Vertrauens, der es dann gerade spielt. Und darüber, dass ihr dann zuguckt, könnt ihr dann den Beta-Zugang gewinnen. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Valorant, wie gesagt, ab dem 7.4. beginnt eben diese Closed Beta. Vielen Dank euch beiden für eure Eindrücke und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja.